Oh, du Fröhliche, es geht wieder los. Die Stadt schmückt sich für ihren Christkindlmarkt und überall tönt es laut von fern und nah. Ja, natürlich. Es ist halt einfach klassisch. Das hört man immer und verbindet man immer mit Weihnachten. Ja, und man kann halt auch so quasi mitsingen, wenn man die Lieder auch kennt. Ich find's super. In Regensburg haben The Swinging Students auch schon ihre Weihnachtskracher für den Christkindlmarkt eingeübt. Doch dass es jetzt wirklich so weit ist, dass überhaupt keine Musik gespielt wird, das haben wir nicht gedacht. Der Chor von Andreas Schmidt darf dieses Jahr nämlich gar nicht singen. 90% der Songs sind GEMA-lizenziert. Zu teuer für die Stadt Regensburg. Dort sind nämlich die GEMA-Gebühren 2022 für Musik auf dem Christkindlmarkt in die Höhe geschossen. Die Kostenexplosion war völlig unangekündigt. Wir sind davon ausgegangen, dass wir uns ungefähr auf der gleichen Höhe bewegen wie die letzten Jahre. Da lagen die Gebühren noch bei knapp 2.500 Euro. Last Christmas dann bei 16.000 Euro. Die Bühne hier auf dem Regensburger Christkindlmarkt ist deshalb dieses Jahr nur Deko. Es ist natürlich auch ein Ausdruck eines stillen Protests gegenüber der GEMA, weil wir natürlich mit den Konditionen, so wie sie momentan existieren, einfach nicht zufrieden sein können. Wir müssen hier auch ein bisschen auf das Geld des Steuerzahlers achten. Und da kann natürlich nicht jede Ausgabe gerechtfertigt werden. Es ist einfach in unseren Augen unverhältnismäßig, was die GEMA hier für einen Christkindlmarkt in Rechnung stellt, bei dem Laienmusiker und Musikerinnen auftreten. Dabei ist die GEMA ja eigentlich eine tolle Sache. Komponisten und Verleger übertragen die Nutzungsrechte für ihre Musik an die GEMA. Und die treibt jedes Mal, wenn der Song öffentlich aufgeführt oder abgespielt wird, das Geld für sie ein. Zum Beispiel auch vom Christkindlesmarkt in Bayreuth. Ja, es war eine schlichte Katastrophe. Es waren fast 8.000% mehr. Wir hatten vorher immer so ungefähr zwischen 500 und 600 Euro. Und dann kam eine Rechnung über 39.968,20 €. Doch warum so teuer? Zurück in Regensburg. Hier hadern sie vor allem damit, wie sich die GEMA-Gebühren berechnen. Grundlage dafür ist nämlich die gesamte Fläche des Weihnachtsmarkts. Eigentlich. Denn jetzt hat die GEMA nachgemessen und festgestellt, oh du Selige, in Regensburg hat sich die gebührenpflichtige Fläche von 180 auf 4000 Quadratmeter erhöht. Es geht auch ein bisschen an der Realität vorbei, weil hier vor der Bühne unmittelbar die Beschallung stattfindet. Wenn Sie an dem einen oder anderen Ecke des Christkindlmarkts sind, kriegen Sie von der Bühnendarbietung überhaupt nichts mehr mit. Die Städte haben bei den Flächenangaben also vielleicht ein bisschen geschummelt. Für 2022 hat Ihnen die GEMA trotzdem noch mal einen Weihnachtsrabatt gegeben. Das soll aber nicht so bleiben. Schließlich bezahlen die meisten anderen Weihnachtsmärkte seit Jahren den richtigen Tarif. Der Weihnachtsmarkt ist ein wirtschaftlicher Faktor für die großen Kommunen, für die großen Städte. Und jetzt auf dem Rücken der Musikschaffenden zu argumentieren, man könne sich die Musik nicht mehr leisten, das finde ich hochgradig unmoralisch. Christkindlmärkte wollen jetzt auf GEMA-freie Musik umsteigen. Also zum Beispiel, wenn die Regensburger Domspatzen Stücke singen von Komponisten, die mindestens 70 Jahre tot sind. In Originalnoten. Dann kostet's nichts. Aber ist das dann noch der richtige Weihnachtsmarkt-Sound? Also es ist anstrengend, glaube ich, auf Dauer. Wie findest du das? Ja, mit genügend Glühwein geht es auch. Naja, wenn halt nur noch GEMA-freie Musik gespielt wird, verdienen die Musiker nichts. Chorleiter Andreas Schmidt ist nämlich auch bei der GEMA, um Geld für seine selbstgeschriebenen Hits zu bekommen, wie diesen. Klar, wäre die Möglichkeit, wenn wir jetzt nur noch lizenzfrei singen dürften, würde ich den GEMA-Vertrag kündigen, dann dürfte man meine Werke auch wieder singen.
Aber kling, Glöckchen, klingelingeling. Wenn die Musiker nicht leer ausgehen sollen, müssten vielleicht doch die Städte, Budenbetreiber oder Besucher mehr bezahlen. Bleibt die Frage, wie viel ist uns Musik wert? Denn die Lizenzen sind viel zu teuer, sodass es keiner zahlen will. Und so bleibt es dieses Jahr an den Weihnachtsmärkten still.